Ja, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo korruptes und verdrotteltes Österreich und ein herzliches Freundschaft den neuen Genossen. Wir haben ja einen epochalen Zugewinn der Kommunistischen Partei in Salzburg. Ich meine, es ist natürlich eine KPÖ Plus. Das heißt, man hat jetzt Stalin politisch korrekt durch ein Plus ersetzt. Das ist natürlich wiederum nur mein Geschwurbel. Nichtsdestotrotz, die Wahl ist geschlagen. Die Neos haben, wen hätte das gewundert, mit ihrem NATO-Kurs und ihrer überaus freundlichen Beate Heisel-Reiniger, sie heißt Beate Meindl-Reisinger. Ich tue mich da immer so schwer, es tut mir leid. Quasi in irgendeiner Form gewaltige Verluste davongetragen. Auch Wilfried der Weitsichtige ist abgewatscht worden. Und wir könnten theoretisch jetzt natürlich eine Sondersendung nach der Wahl machen, nachdem das aber alle anderen bereits analysiert und diskutiert haben, hätte ich einfach gesagt, warten wir mal, was in weiterer Folge das Ergebnis dieser Wahl dann wirklich an Taten bringt. Die Frau Swatzek von den Freiheitlichen, die ja einen ziemlichen Zugewinn auch hatten, hat sich ja auf die vielen E-Mails vom Roman, der heute einmal mehr an der Kamera ist, und von mir nie gemeldet. Also warten wir mal ab. Wir haben ja in dem Land Milliarden rausgeballert, um Testweltmeister zu sein und machen das jetzt gut, um in Niederösterreich 30 Millionen für etwaige Strafen und Entschädigungen zu verwenden. Also man sieht da schon die Wertigkeit. Ich will mich da gar nicht auskotzen. Ich will einfach nur festhalten, die Wahl ist geschlagen. Die Weltkulturerbstadt Salzburg ist immer noch mit Konterfeis gepflastert. Ich finde es nicht schön, aber ja, egal. Der wahre Grund, warum wir heute, wir haben nebenbei bemerkt, den 26. April 2023, das heißt, wir haben gerade mal vor 2 Tagen das letzte Video mit dem Roman gemacht und ihr seht, ich habe schon wieder weiß, so unglaublich schönes, einmal ein blaues Gewehr. Ich darf heute zum 3. Mal in dieser Woche, wir haben jetzt gerade einmal Mittwochnachmittag, zu Gericht und wir werden das natürlich, geübte Fußgängster, die wir sind und klimatisch unbedenklich mit guten CO2-Fußabdruck zu Fuß machen. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt da vom Neos-Plakat, weil das ist eh Geschichte. Die Neos gibt es ja in der Form eigentlich jetzt eh nicht mehr so wirklich. Einfach mal Richtung Gericht, wo dann die österreichische Justiz einmal mehr einen unglaublich existenziell wichtigen Fall aufarbeiten wird. Nein, nein, es geht nicht um den Fall Teichtmeister. Der gute Mann war ja irgendwann einmal krank, deswegen gab es da keine Verhandlung und seitdem hört man irgendwie nichts mehr. Ja, aber 58.000 kinderpornografische Dateien am PC und 110 Gramm Kokain. Wie gesagt, das eine ist so ein digitales Delikt. Das andere ist Eigentum, Eigenbedarf. Ich verstehe auch nicht, warum ich mich da jetzt drüber aufrege. Die Rechtsprechung hat sich hier um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Wie gesagt, am Montagvormittag war ich beim Landesgericht, wo wir jetzt auch hin unterwegs sind, um als Zeuge auszusagen in einem Vorfall, der eigentlich nicht stattgefunden hat. Das vermeintliche Opfer, das angegeben hat, da Mords malträtiert worden zu sein, das medizinisch nicht belegen konnte, hat trotzdem sein Recht durchgesetzt. Und da wird gearbeitet, da wechseln wir die Straßenseite. Und der vermeintliche Täter ist, obwohl es keine Verletzungsbestätigung gab, es Zeugen für seine Unschuld gab und so weiter, trotzdem verurteilt worden. Das heißt, dieser Prozess wird jetzt in Berufung gehen. Ich befürchte, ich darf dann da auch mal wieder frühmorgens aufstehen und erneut der Justitia dienlich sein. Nachdem ja frühmorgens für mich eigentlich mitten in der Nacht ist und ich diese Zeit nicht bezahlt bekomme, weil es ja nicht meine Dienstzeit ist, ist das alles gut. Ich habe mir heute einen weiteren blauen Brief abgeholt. In ja ziemlich genau einem Monat darf ich dann von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr einer Verhandlung beiwohnen. Da geht es dann um diesen Vorfall mit dem Schnitt im Hals bei mir vorm Lokal. Ja, also mir wird justiziell nicht fad werden. Da kann man den Herrn Teichtmeister seine kinderpornografischen Dateien
das Kokain oder die Aufarbeitung von Corona ruhig ein bisschen hinten anstellen. Wobei das nicht ganz richtig ist, weil Corona wird aufgearbeitet. Heute bearbeiten wir nämlich einen Fall beim Salzburger Landesgericht vom 3. Jänner 2021, glaube ich. 22. Das ist immer gut, wenn man einen unabhängigen Journalisten mit hat. Der schaut da ins Archiv. Und ja, das war eine Woche, bevor diese tragischen Vorfälle mit dieser Polizeigewalt in Salzburg eskaliert sind. Ihr wisst, 9. Jänner und so, da hat sich ja viel getan. Da wurde ja gegen den Roman und mich dann auch ermittelt, wegen dem Vorwurf, ich hätte alleine Dutzende Polizeibeamten durch Vorhalten meiner Videokamera am Handy, sehr lustig, ich habe so ein altes Tastentelefon, Rock'n'Roll halt, an einer Festnahme zu hindern versucht. Des Weiteren hat man mir im selben ersten Anklagepunkt ja vorgeworfen, ich hätte diese Beamten alleine physisch bedrängt und eingekesselt. Und ja, auch das fand ich recht lustig. Der zweite Anklagepunkt war, ich hätte dann den Eingang des Salzburger Hauptbahnhofs auf dem Südtiroler Platz, also wir reden da von insgesamt 5 scheunentorgroßen Aus- und Eingängen, 3 nach vorne, einer nach links, einer nach rechts, 80 Minuten lang verstellt. Und weil sie am Bahnhof durch den Geräuschpegel einfahrender Züge und ähnliches nicht laut genug ist, war da noch der dritte Anklagepunkt, ich hätte die Ruhe gestört. Und bewiesen wurde das Ganze quasi durch die Aussage von Polizeibeamten, die ein Video dazu gesichtet haben, das keine Tonaufzeichnung hatte, beim Roman dann irrtümlich gelöscht war und bei mir quasi aus strafrechtlichen Dingen gar nicht gezeigt werden durfte, weil die Delikte nicht ausreichend groß dafür waren. Sei es wie sei, es gab damals 3 Freisprüche, der Roman hat das festgehalten. Montagnachmittag war er dann beim Landesverwaltungsgericht. Da wurde meiner Beschwerde stattgegeben, dass ich als der Zulassungsbesitzer des wahrscheinlich einzig politisch verfolgten Fahrzeugs Österreich nicht gegen das Gesetz verstoßen habe. Das Urteil wird noch schriftlich ausgefertigt, aber ich gehe davon aus, dass auch das dann erledigt wird. Und ja, heute sind wir unterwegs, um zu dokumentieren und ich, weil ich eine Zeugenladung bekommen habe, eben zum Vorfall des 3. Jänner 2022. Damals wurden 2 unserer Mitstreiter nach der Teilnahme an einer angemeldeten Kundgebung von der Polizei festgenommen. Der eine wurde ins Kriminalreferat verbracht, der andere zur Polizeidirektion in der Alpenstraße Nummer 90. Und für jenen wackeren Mitstreiter, der da im Kriminalreferat war, wo man sich dann in weiterer Folge für dessen Freilassung damals eingesetzt hat, was dazu führte, dass eine Polizistin sich als mein Freund und Helfer sehr eingesetzt hat, für meine Sicherheit zu sorgen beim Überqueren der nächtlichen Alpenstraße im Lockdown. Vielleicht verlinkt der Roman das, es war sehr spannend. Jedenfalls dort darf ich heute als Zeuge aussagen. Und deswegen streiten wir jetzt durchs bewölkte, aber mal nicht regnerische Salzburg. Ich vermute mal, das hebt sich das Wetter dann für den Abend auf, wenn ich wieder Dienst tue. Ja, und so hätte ich gesagt, hätten wir mal kurz erklärt, warum wir unterwegs sind und uns ganz offiziell die Frage gestellt, warum, weiß ich nicht, diese Thematik der Impfstoffbeschaffung, die Thematik etwaiger Korruptionsfälle, der Fall Teichtmeister und so weiter nicht so schnell bearbeitet werden. Aber wie gesagt, gemeinsam werden wir es schon schaffen. Verdunkeln runter, wir sind im dunklen Loch. Schauen wir mal. Ach, schau, die Jugend hat BO gegeben. Sieht ganz so aus, als wären die alle noch im Freudentaumel, dass wir uns jetzt nach Stalingrad in
Salzburg ebenfalls gescheiterten politischen Experimenten, die einst hinter eisernen Vorhängen vollzogen wurden, annähern. Aber gut, alles schön. Sei es wie sei, es war eine sehr aussagekräftige Wahl, aber dem Thema werden wir uns vielleicht bei Zeiten mal separat zuwenden. Wie gesagt, heute sind wir ganz im Namen der blinden Justitia unterwegs. Falls ihr euch übrigens fragt, ob ich eine neue Hose passend zum blauen Brief trage, die unausgewaschen und ungestopft ist, ja, auch das ist passiert. Ich habe mir gedacht, zur Abwechslung schaue ich mal bei Gericht vernünftig aus, bin ja nicht in eigener Sache dort. Und schau, Wetterbericht, Donnerstag Regen, Freitag Regen, Samstag Regen, leicht, mäßig leicht. Ich hätte aber gesagt, das ist die Dürre, von der die Luisa Neubauer gesprochen hat. Ja. Wenn du mir mal kurz deine korrekte Kleidung gefilmt für Gericht. Also, na, also wie gesagt, ich bin stolzer Besitzer einer neuen Levis Jeans im klassisch Retro Dunkelblau. Und habe Bauklötze gestaunt. Ich war nämlich heute beim Europark. Ich bin heute schon sehr lange auf den Beinen und werde auch noch sehr lange auf den Beinen sein. Wie gesagt, schließlich steht noch ein Dienst an und habe es nach Jahren des Shopping-Enthaltsamseins, unter anderem, weil man ja irgendwann gar nicht durfte, es gab ja so tolle Sachen wie Lockdowns für Ungeimpfte, außerdem waren, glaube ich, Klamottenläden, also ähnlich wie Baumärkte und so, nicht systemrelevant. Vielleicht kann die Justiz das auch irgendwann einmal aufarbeiten, wenn sie sich schon um alle anderen Blödsinnigkeiten kümmert. Ja, sei es wie es sei. Ich habe mir heute zum Okkasionspreis von etwas über 100 Euro eine neue Hose gegönnt. Hergestellt in Bulgarien. Ihr werdet bei den Videos dann sehen können, wie lange so eine Levis für über 100 Euro heute hält. Ich lasse mich überraschen. Nichtsdestotrotz, ich habe sehr gestaunt, weil ich war in diesem Levis-Store höchst selbst und habe der Dame dort erklärt, Achtung, schwieriger Kunde, ich hätte gern eine 501 in dunkelblau, wirklich dunkelblau, keine lustigen Zierrisse und was sonst gerade so modern ist und das Ganze in Erwachsenengröße. Also ich bin ja so das, was der Kurz einst prophezeit hat, der Babyelefant. Ne? Und ja, wir haben es geschafft, eine Hose zu finden. Ich hätte eigentlich zwei gekauft, wenn ich mir den Stress mal wieder einkaufen zu gehen angetan hätte. Werden ja vermeintlich nicht schlecht. Aber man hat mir dort gesagt, nein, man hat von jeder Hose, also in der dazugehörigen Waschung dann halt, eine auf Lager. Und wenn die verkauft ist, dann dauert es wieder so 2 bis 4 Wochen, durchschnittlich 3, dann hat man diese Größe wieder lagernd. Habe mir gedacht, Gott sei Dank gibt es nicht so viele Leute in meiner Gewichtsklasse offensichtlich. Da bimmelt gerade rum ans Telefon, falls ihr euch fragt, warum wir so schön mit Mozarts Hintergrundbegleitung durch die Hofstallgasse vor dem Festspielhaus gehen. Ja, jedenfalls habe ich das Konzept ganz toll gefunden und mir gedacht, ja, ich habe jetzt eine Hose gekauft und damit den Levis Store für alle, die dasselbe Größen- und Farbprogramm haben wollen, erledigt. Also der Nächste, der kommt und sagt, der hätte gerne eine Hose in dieser Größe und in dieser Waschung oder Farbe, der darf dann mal hoffen, dass sie in frühestens 2 Wochen wieder da ist. Tolles Konzept, wie ich finde. Ja, weil wir gerade bei tollem Konzept sind, ich habe, wie gesagt, heute einen neuen blauen Brief abgeholt, darf, wie gesagt, in einem Monat erneut dann für ungefähr 9 Stunden bei Gericht sitzen. Ganz toll, freue ich mich schon drauf.
Und des Weiteren habe ich Post bekommen von der Salzburg AG. Ihr wisst schon, das ist jene Firma, wo Wilfried der Weitsichtige, politisch gerade ein bisschen abgestraft bei der letzten Wahl, im Vorstand sitzt und meines Erachtens noch auch ganz gut Gewinne gezahlt hat. Also in die eigene Tasche gezahlt hat als Vorstandsmitglied. Sei es wie es sei, die haben mir ebenfalls geschrieben und ich habe dieses Kuvert panisch geöffnet, weil ich habe in den letzten Tagen viele Preiserhöhungen, ihr wisst, Mistpreisindexerhöhung und alles, was da so kommt, erhalten. Ja, und ich habe festgestellt, sie haben mir geschrieben, ich habe ein Guthaben von minus 128 Euro irgendwas. Ich runde das jetzt der Form wegen einfach auf, also ich habe ein Guthaben von minus 130 Euro. Und es war kein Erlagschein beigefügt. Ich habe mir dann gedacht, alles klar, sie haben nicht einmal mehr das Geld, dass man einen Erlagschein mitschickt. Gleiches Recht für jedes Geschlecht. Für Studierende gegen Gebühren. Mhm. Wo steht gleiches Recht? Ah, da. Ja, also wir leben halten, ja in Saudi-Arabien, ist eh klar. Na, ich halte fest, wir haben bevorstehend vom 9. bis 11. Mai die ÖH-Wahl, also die österreichische Hochschülerschaft. Also das sind dann die, die sich aktuell zum Teil auf die Straßen picken und später dann per Plagiat Postenschacher betreiben. Gilt natürlich nicht für alle, es gibt natürlich auch noch Studierende, die ein bisschen was im Kopf haben. Ja, die wählen jetzt auch so schön. Da werden wir ja dem Fachkräftemangel wieder gewaltig entgegenarbeiten. Egal, zurück zur Salzburger AG. Also ich habe ein Guthaben von minus 130 Euro und habe mir gedacht, das klingt so, als hätte ich Schulden in dieser Höhe, was mich schon geärgert hat. Hinten stand dann drauf, wann meine nächsten Abbuchungen passieren und in welcher Höhe. Und dass dieses Guthaben entweder mit der nächsten Rechnung verrechnet wird oder, wenn man die Kontodaten angibt, ausbezahlt wird. Woraufhin ich mir gedacht habe, die wollen mir meine Schulden auszahlen, finde ich gut. Jetzt bin ich hier, wie der Herr Vizekanzler festgestellt hat, so ein Bildungsferner und Verschwörungstheoretiker und Wissenschaftsfeind. Ich habe mir noch gedacht, bevor ich da wieder was falsch mache in diesem tollen Land, rufe ich da mal an und frage nach. Nach 7 Minuten und 54 Sekunden desselben Tonbands in Dauerschleife, sie nehmen sich nämlich Zeit für die Anfragen ihrer Kunden, hatte ich dann einen echten Menschen mit weiblicher Stimme am Ohr, ging ja schnell, sehr freundlich, und die habe ich informiert mit meiner Kundennummer, mit meinem Kundenkontonummer und habe angefragt. Ich habe da datiert auf den 17. dieses Monats eine Rechnung bekommen und habe da eine Gutschrift von minus 128 irgendwas. Und man hat mir dann erklärt, ja, das heißt, Sie haben eine Gutschrift. Woraufhin ich dann gesagt habe, alles klar, wie komme ich zu der? Woraufhin mir die Dame erklärt hat, ja, die wird abgezogen von meinen nächsten Teilbeträgen, die auf der Rückseite des Zettels bereits mit Datum, wann sie abgehoben werden, gedruckt worden. Woraufhin ich dann gesagt habe, irgendwie verstehe ich das nicht. Da steht vorne drauf auf dem Zettel dieser Rechnung, ich habe also vermeintlich ein Guthaben und hinten steht drauf, wann man die nächsten Beträge abbucht. Und man hat mir dann mitgeteilt, ja, das ist nur buchhalterisch für Sie, das ist ein bisschen irreführend, aber das passt schon so. Ja, also für mich ist es in der Tat irreführend, es ist wahrscheinlich auch buchhalterisch. Wo ich nicht übereinstimme, ist, dass es so passt. Aber ja, egal. Wie gesagt, neue Hose, Gutschein beim Strom, unklar definiert und ja, es regnet mal nicht. Grundsätzlich ein unglaublich spannender Tag. Und nachdem wir jetzt gleich einmal beim Gericht angekommen sind, hätte ich einfach gesagt, machen wir am Ende der Straße noch einen kurzen Vermerk, dass der English Tea Shop zu den vielen weiteren Geschäften in dieser Innenstadt gehört, der das Stadtleben ein bisschen bunter gemacht hat. Und
jetzt seine Pforten geschlossen hat. Thomas Breit, ihr wisst, der Mann von der neuen Normalität, von mir sehr geschätzt, ob seines Kanals, hat ja kürzlich schon festgehalten, wir haben aktuell ganz viele Privatkonkurse und Insolvenzen steigen. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass die Justiz sich Zeit nimmt, um gegen mein Auto zu ermitteln. Ja. Und genau. Und wie gesagt, heute den Darian vor Gericht zu zitieren. Ja, so ist das. Da haben wir einen Verlierer. Einen der Verlierer. Naja, das darf man jetzt so nicht sagen. Ja. Weiter vorne haben wir noch den Spaß, den hast, der ist dir ja auch schon aufgefallen, dass der nicht mehr da ist, gell? Oder ist das schon wieder eröffnet? Na, ich denke, dass der auch noch leer steht, aber das wird man dann gleich sehen, wenn wir gleich beim Mozart-Kino vorbeikommen. Ne? Also das große Erlebnis hatte ich ja auch. Ich war im Kino, ich hatte ja jetzt am Dienstag tatsächlich einen freien Abend und war im Kino und habe mir natürlich als jemand, der quasi Handfalten und Goschenhalten ganz toll findet, The Pope's Exorcist angeschaut. Und ich war unglaublich begeistert, weil die Figur des Hauptexorzisten der römisch-katholischen Kirche, gespielt von Russell Crowe, frappierende Ähnlichkeit mit Peter Howard Gilmore, also dem momentanigen Magnus, sprich dem momentanigen Vorstehenden der satanischen Kirche hat. Es war auch schön, dass das Bild der Frau als Übeltäter bestätigt wurde und dass dieser Film jetzt endlich aufgeklärt hat, dass die spanische Inquisition, die Verfolgung und die Hexenverbrennung nur möglich waren, weil in der Vergangenheit, im 15. Jahrhundert, ich unterbreche uns ganz kurz, da war einst eine Sparfiliale drin, jetzt ist sie zu vermieten. Nebenan wäre dann eine Billa-Filiale. Zur Erinnerung, Billa war mal jener Laden, bei dem man mal Hausverstand kaufen konnte. Das war aber natürlich vor 2020, aber das ist jetzt natürlich nur mein Geschwurbel. Na, jedenfalls hat man in weiterer Folge daneben festgestellt, dass im 15. Jahrhundert ein unglaublich böser, mächtiger Dämon einen Inquisitor oder halt einen Gesandten des Vatikan befallen hat und der letztendlich dann dafür die Verantwortung hatte, dass es Verfehlungen in der römisch-katholischen Kirche gibt. Also wer jetzt glaubt, ja, es gäbe Fake News, es gäbe Propaganda oder ähnliches in der realen Welt, das gibt's auch im Kino. Ich habe es sehr schön gefunden. Ein bisschen traurig war ich, dass keine Erbsensuppe gekotzt wurde. Also ihr kennt vielleicht da den deutschen Comedian Mittermeier, der erklärt hat, wenn man Besuch von den Zeugen Jehovas bekommt, ist das Beste mit Instant-Erbsensuppe. Mit Instant-Erbsensuppe im Mund die Tür zu öffnen und dann ein "Ich habe auf euch gewartet" zu machen. Aber ja, egal. Ich mache jetzt hier keine vom Dämonen besessenen Eindruck, weil da vorne steht die Ordnungsmacht. Und wir sind damit am Ziel unserer Reise. In diesem Falle gleich vor einer Justitia, die sehend richtet. Normalerweise hat die ja immer so ihre Waage und ihr Schwert und eine Augenbinde. Die hier hat einfach nur ein Gesetzbuch und ein Schwert. Aber ja, wir halten fest, auch dieser Dienstwagen ist einmal mehr von oben bis unten strahlend und perfekt gewaschen. Es ist ja schon schön, dass dafür täglich noch Steuergeld da ist. So, damit genug für heute. Der Roman wird jetzt nicht festhalten, weil er es wahrscheinlich gar nicht darf, wie ich die Sicherheitsschleuse durchwandere. Das ist immer ein bisschen ein längeres Unterfangen bei mir. Ich habe so viel Metall an mir. Außerdem komme ich immer in so komischen Outfits.
Und überhaupt habe ich diese rechtsradikale Frisur. Aber da machen wir auch mal ein eigenes Video drüber. Sei es wie es sei, da steht's, Justizgebäude Salzburg. Wir sehen uns dann nach der Verhandlung wieder. Nicht freiwillig. Ja, Verhandlung ist vorbei. Erwartungsgemäß, wie gesagt, ist Teichtmeister weiterhin auf freiem Fuß. Den Darian hat man heute, obwohl es eigentlich Einsatzvideos vom besagten Tag gab, die erstaunlicherweise nicht thematisiert wurden. Es wurde auch nicht thematisiert, dass er danach quasi aufs Polizeireferat, also aufs Kriminalreferat verbracht wurde, ein Freispruch abgelehnt. Das heißt, man hat ihn verurteilt. Man ist lediglich in der Urteilshöhe ein bisschen darauf eingegangen, dass man ihn nicht zum Höchstmaß verurteilt hat. Es wäre allerdings, wenn er das Urteil annimmt, er hat jetzt ein paar Tage Bedenkzeit erbeten, so dass es eine Bewährung auf 3 Jahre und eine Geldstrafe in Höhe von roundabout 500 Euro darstellen würde. Dafür, dass er nichts getan hat und selbst eine körperliche Schädigung davongetragen hat, von der aus dieser Aktion resultierenden Festnahme, meines Erachtens noch nicht tragbar und er sollte in Berufung gehen. Was die Kosten angeht, wäre er sicher klüger, er würde das Urteil annehmen, aber wie gesagt, dann wäre auch jegliche zivilrechtliche Weiterverfolgung seiner körperlichen Schädigung, nachdem er ja dann der verurteilte Schuldige wäre, nicht möglich. Und somit verlassen wir vor einer schwarzen Tafel, die da erinnert, wie das mit der Justiz in Salzburg einst mal war, den Ort des Geschehens, und ich sage einmal mehr den Zusehern von CryptoTV danke fürs Schauen. Dem restlichen korrupten und vertrottelten Österreich wünschen wir in Anbetracht der aktuellen Ist-Situation alles Gute. Und der Roman hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, wir schauen jetzt, dass wir mal trotzdem mit 110 Gramm Kokain finden. Wenn wir das nämlich ordnungsgemäß verkaufen, was ja nur Eigenbedarf ist, dann können wir eventuell die Justizialkosten für ein Berufungsverfahren damit finanzieren. Weil mit 11.000 Euro kann man schon ein bisschen was machen. In diesem Sinne, für euch, danke.